Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier von The Witcher 3. Ja, meine Freunde, ihr seht richtig, es gibt theoretisch gesehen zwei Neuerungen. Eine seht ihr gerade, neue Kopfhörer, die nach erstens meinem Kopf irgendwie besser sind. Also, wie soll ich sagen, ich habe eine Brille, ich trage eine Brille. Es drückt nicht wirklich mehr auf die Brille, nur noch hier, also bei dem Eingang und so. Aber hinten durch gar nicht, die Ohren sind wirklich frei. Das tut richtig gut, da kann ich wirklich länger aufnehmen und ohne irgendwas weh zu tun. Das zweite hört ihr vielleicht sogar, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt mein Mischpult mit einem USB-Kabel angeschlossen, was ja theoretisch gesehen Standard ist. Aber nun habe ich das Problem, wenn ich streame, kann es sein, also Samstag 20 Uhr jeden Samstag um 20 Uhr streame ich irgendein Spiel. Kann jetzt zum Beispiel auch sein, der Forest, was ich aktuell spiele, also aktuell als Aufnahmezeit. So muss ich das sehen. Und da gibt es manchmal ein bisschen Aussetzer des Mikrofons, beziehungsweise des Mischpuls irgendwie. Eigentlich nicht des Mischpuls, sondern irgendwie des USBs. Keine Ahnung, wieso, Überlastung oder so. Ich weiß es nicht. Und ich muss noch was kurz testen, also ich sehe gerade mein Hintergrund-Dings, aber das macht ja nichts. Haben wir hier? Okay, gut. Nimmt richtig auf. Dachte schon, boah, wieder 27p mit irgendwelchen Kackaufnahmen. Aber nee, das ist 2K-Aufnahme mit, glaube ich, sogar 50 MB pro Sekunde. Genau, so. Ja, also gut. Wenn ihr eben eine Stimme irgendwas hört, das nicht gut sein könnte, ein bisschen übersteuern, untersteuern, dann liegt es daran, dass ich immer noch am Austesten bin mit der Lautstärke, wie es das so verhält. Gut, 2 Minuten geredet und nichts getan. Wir sind hier in der Witcher 3. Wir haben, glaube ich, soweit ich weiß, ist es lange her, knapp eine Woche. Ein bisschen weniger als eine Woche. Haben wir hier uns irgendwie, glaube ich, eine Leiche gesehen. Hier was zu futtern? Eine Servierplatte, das könnte ich verkaufen. Und ich höre doch da irgendwas rum existieren. Können wir da kochen? Ja, und auch mit den Kopfhörern ist angenehmer zum Tragen, aber irgendwie auch komisch. Das sind offene Kopfhörer, das heißt, ich höre die Umgebung besser. Ist bei manchen Spielen und bei manchen Tätigkeiten doch von Vorteil. Gehen wir hier kurz rein in die Bude. Ich möchte hier rein. Wie ging das nochmals? So, hä? Gibt's hier noch was? Irgendwas Spannendes? Mein Freund Geralt, bitte nimm das Ding doch auf. Eine Fackel. 4 Fackeln. Das ist sehr nützlich, wenn man den mal nicht sieht. In einem Let's Play ohne Sehen ist doof. Was gibt's denn hier hinter? Nichts. Ein Hintereingang von irgendeinem Haus. Von einer kleinen Scheune. Und wenn wir gerade hier sind, nicht wegen einer Scheune oder so, aber meine Freunde, wegen der ganzen Geschichte mit YouTube-Kommentaren. Es gab in letzter Zeit, seit Aufnahme, das ist heute, warte mal, heute ist der. Das ist immer ein scheiß Handy. Ja, das Ding ist für den Arsch. Nein, ist super. Aber manchmal, naja. Man möchte etwas aufrufen, das funktioniert nicht. Aber jeder hat seine Tücken. Heute ist der Donnerstag, 21. Januar. Ja, Januar. Und was mich wirklich gefreut hat, jemand, der BY, Jules oder Jules, hat geschrieben, die Videoqualität, die ich hier produziere, sei auf Grundniveau. Das ist natürlich sehr erfreut, wenn das jemand schreibt, so ein großer Let's Player mit mich verglichen. Naja. Ich bin nur ein Jahr weniger auf YouTube, heißt seit 2011, aber Abonnentenzahl technisch bin ich doch wirklich unterlegen. Und ich muss wirklich sagen, ich mache das hier nur zum Spaß oder als Hobby. Also nicht, dass ich irgendwie mal damit Geld verdienen möchte. Wenn es so gibt, so nicht. Aber primär ist es eher ein Hobby und es soll auch ein Hobby bleiben. Denn man soll vielleicht nicht so viel vom Computer hocken oder sitzen oder was auch immer und dann irgendwie nichts tun und lassen und naja, die ganze Zeit vor dem Bildschirm sitzen ist auch nicht gerade schön. Aber ja, auch nicht abhängig sein und alles
vergessen, was mit der Welt rumläuft. Ja, also wir sollen jetzt mal, oder wir haben in der letzten Episode, boah, 5 Minuten noch nichts getan. Wir haben in der letzten Episode Ceres gefunden. Das ist, glaube ich, eine Quest, wenn ich mich nicht irre, der Waffenbrüder mit Ceres, hilft Ceres, bla bla bla. Und wir müssen das dumme Schwert finden, das hier irgendwo, für das Schwert namens Brokkhaf oder so. Also im Haus ist es vielleicht nicht, vielleicht oben, vielleicht können wir da auch, ja, wir können rein, oben rein. Vielleicht tut sich ja da was, man weiß ja nicht. Wie geht die Suppe? Von oben läuft einfach nur unten durch. Was ist hier passiert, was hier nicht passieren darf? Oh, was ist denn hier los? Eine Servierplatte. Extra, meine Freunde, extra hier oben einen Raum gemacht für eine Servierplatte. Ist ja toll, meine Güte. Man kann nichts anderes erwarten. Verdammt, falsche Taste. Ich bin immer noch in Assassin's Creed. Habe ich doch nicht gespielt, aber die Steuerung ist mir wirklich bekannt. So, rüberklettern. Es kann ja auch runter, hier runter sein, oder bin ich da ganz doof? Ist sie irgendwo oben? Also das Schwert. Brokkhaf, nehme ich mal an. Nee, also. Bin ich wirklich so doof und finde das Schwert nicht. Also meine Freunde. Hä? Da unten ist was, meine. Ah! Natürlich, voll ver. Schlüssel benutzt. Wieso braucht man den Schlüssel, verdammt nochmal? Ich möchte keinen Schlüssel. Mann! Finden wir den Schlüssel. In einer anderen Truhe oder was? Diese Servierplatte, 100% die Wasserflasche. Das ist natürlich für die Regeneration super. Aber wir haben. Wow. Die Tür öffnen, Tür schließen, supi. Hier waren wir noch nicht, oder? Oh, keine Ahnung. Wasserflasche. Hier regnet es die ganze Zeit und hier braucht man eine Wasserflasche. Oh, naja. Hier haben wir einen Kellerschlüssel. Einfach auf dem Kamin gefunden. Ja, auf dem Sims des Kamins. Und wir schreiten zur Tat. Wir öffnen das Ding, wenn es mal funktionieren würde. Hä? Controller ist ja nicht einmal. Dolly, wo ist halt so lange gebraucht, bis man hier was hat. Hui! Meine Freunde, irgendwas ist hier unten. Wie nach unten, nach oben. Ach, das ist eine Leiter. Gar nicht erkannt. Machen wir Licht. Was ist das? Wie geht's? Ist mir ehrlich gesagt scheißegal, ich möchte hier nur raus. Wo ist hier oben was? Schnellstmöglich hier raus. Ich möchte da nicht wieder rein. Hast du das Schwert gefunden? Ja, ich hab's. Gehen wir. Also, nach dir. Ich möchte da nicht mehr rein. Ich möchte echt nicht mehr rein. Das ist mir zu ungeheuer. Wir waren mal Freunde, nicht? Ich hoffe, wir sind es noch. Aber, also, ich habe gehört, dass ihr euch zu ängstlich da rein. Wegen irgendwas oder irgendwem. Meinst du die Geschichte mit Yennefer? Das ist schon lange her. Es war, bevor dein Vater deine Mutter getroffen hat. Aber du und Yennefer kanntet euch schon. Tja, mit Yen waren die Dinge nie in trockenen Tüchern. Was ist an ihr? Was zieht dich zu ihr hin? Oh, ich weiß nicht. Vielleicht habe ich mich einfach nie für Bequemlichkeit und Ruhe entschieden. Hoffentlich bleibt's beim Nieseln. Ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall sieht's beschissen aus hier im Spiel. Hier in der Gegend ist es immer wieder regnerisch. Da gibt's nichts anderes, vermute ich doch. Also, da kann man doch wohl hoffen, dass es vielleicht ein bisschen Sonne gibt oder Sonnenstrahlen. Aber ansonsten sehe ich hier wirklich schwarz. Wo ist Yennefer? Ich weiß nicht. Warum fragst du? Ich staune nur, dass sie dich alleine hat herkommen lassen. Wie meinst du das, lassen? Nichts. Gar nichts. Ich hatte nur den Eindruck, dass sie dich nicht gern aus den Augen lässt. Kann sein, kann sein. Schau,
Da sind sie. Schrecklich hell hier draußen. Schmerz in den Augen. Die frische Luft wird dir gut tun. Die Götter werden nicht erfreut sein. Ja, unsere Gäste, weißt du noch? Hallo. Ich habe euer Gespräch zufällig mitbekommen. Keine Sorge, das war nicht geheim. Auf den Inseln weiß jeder, dass Jarl Udalric die Stimmen der Götter hört. Diese Stimmen, die du hörst. Die Götter, ihre Stimmen. Es ist wahrscheinlicher, dass es hier um deinen toten Bruder geht. Ich habe Geralt von Aki erzählt. Wir glauben, dass... Dass die Götter dir wegen deines Bruders zürnen. Du musst dich entschuldigen. Und zwar bei Aki. Ich wollte nicht. Aki ist ins Wasser gefallen. Die Götter werden wütend sein. Lass mich dir helfen. Ich verspreche, ich passe auf, die Götter nicht zu erzürnen. Hör auf den Hexer, Jarl. Versöhne dich mit Aki. Das wird die Götter gewiss erfreuen. Kleiner Knirps. Was soll ich denn tun? Weißt du noch, wo Aki ins Wasser gefallen ist? Am Ostende der Insel, vor der Bucht. Die Strömung hatte uns zu Ululas Nadel getrieben. Dort ist es gefährlich. Die tückischen Strudel kosten immer wieder Seeleuten das Leben. Wir müssen hinsegeln. Akis Geist wird nicht ruhen, ehe das Schwert zu ihm zurückgekehrt ist. Nein, 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 nein! Die Götter werden zürnen. Ich spüre es. Keine Angst, Jarl. Die Götter lieben dich und haben Aki geliebt. Bestimmt wünschen sie dies. Vielleicht kann ich hinsegeln. Das Schwert muss zurückgebracht werden. Aber wer das tut, ist nicht entscheidend. Wonach soll ich suchen? Trug Aki etwas, woran ich ihn erkennen kann? Etwas, das die lange Zeit unter Wasser überstanden haben kann? Ja, den Ring unseres Clans. Das müsste reichen. Ich breche auf. Oh, da mal so eine Quest bekommen. In der Quest. Was eigentlich gar nicht mit Zita zu tun hat. Aber den machen wir natürlich auch. Keine Frage, wir sind Ehrenmänner. Also, du und ich natürlich... Als Frau, eine Ehrenfrau, ganz klar, meine Damen und Herren, ich habe ja auch knapp 25% weibliche Zuschauer. Und die sind zwischen, durchschnittlich zwischen, naja, 30 und 40 Jahren, also männlich wie weiblich. Keine Bange, das ist nicht so schlimm. Ich bin ja auch nicht gerade der Jüngste auf YouTube, wie man vielleicht erkennen kann, aber auch nicht gerade... 10 Jahre älter, also so mit 20 rum. Bin ich. Wer ist denn auch nur 80 Meter? Na dann. Was schwert überhaupt immer noch bei uns? Vielleicht, ja, vielleicht nicht. Das wissen wir jetzt noch nicht. Hier muss es sein. Na gut. Hey! Geh doch! Geralt! Ich möchte gerne auftauchen, mein Freund. Ich möchte doch lieber gerne wieder Sauerstoff atmen, anstatt Luft. Ich frag mich, ob das was gebracht hat. Zeit, zu Udalric zu gehen. Ja, ja, kein Problem. Ach, sie können noch fliegen. Verdammte Scheiße. Hey! Sie können fliegen. Und? Ich hab doch auftauchen gesagt. Mein Freund, bitte auftauchen.
Hallo? Nicht schlecht. Meine Güte, wenn die Damen hier immer rumfuschen. Kann man jetzt bitte wieder das Ruder übernehmen? Aha. So, umkehren, umkehren, umkehren. Naja, kurz eine Überlänge macht nichts. Wir sind ja auch kulant in der Sache. Nur 15 Minuten ist norm, würde ich mal sagen. Die Leute nehmen mehr auf, aber bringen nicht so viel raus. Ja, da jetzt für mich gesehen gleich viele Minuten, Stunden der Aufnahmezeit. Ich würde sagen, wir haben nur 120 Meter, die schaffen, oder Fuß, aber eigentlich sind ja die Fußdiameter, daher sind es eigentlich doppelt so viele Fuß an der Anzahl. Naja, irgendwie ist das ganz skurril. Was au? Das Schiff ist angekommen und nicht du, Geralt, Doofkopf. So, das heißt, wir gehen hier kurzerhand mal wieder hoch. Hey, da schreit jemand. Stolzieren Sie hier rum, diese Festlandhelden? Hier rein. Warum hast du das hast gemacht? Hast du ihm den Kopf abgeschlagen? Einen Riesenkopf über den Kamin? Was für ein Schmuck. Was ist los? Udalric, die Stimmen haben ihm befohlen, sich das Auge rauszureißen. Was? Warum hast du das gemacht? Es war der Wille der Götter. Ein Opfer für Aki. Wann haben die Götter zu dir gesprochen? Gleich nachdem ich weg war? Kurz danach. Ich wurde müde und legte mich hin. Da offenbarten sie mir ihren Willen. Schläfst du immer, wenn sie mit dir reden? Immer. Und was siehst du dann? Rufen sie dich an einen bestimmten Ort? Zu meinem alten Zuhause. Sie befehlen mir, Fackeln zu entzünden und sprechen aus den Schatten. Was genau wollten die Götter? Erinnerst du dich? Was haben sie dir gesagt? Sie waren zornig. Eine Stimme sagte, du elender Wicht hast Aki nicht geholfen und jetzt segelst du nicht zu ihm und bittest um Vergebung. Reiß dir das Auge raus, leide und büße für das, was du angerichtet hast. Du sagst, die Götter sprechen aus den Schatten. Erlaubst du darum hier drinnen kein Licht? In den Träumen sehe ich manchmal ihre Form, wenn die Fackeln hell brennen. Es ist eine große Ehre, die Götter zu sehen. Würdest du sie vielleicht mit mehr Licht auch sehen, wenn du wach bist? Einfache Menschen sind nicht würdig, in ihr Antlitz zu schauen. Verlangen die Götter immer, dass du ihnen dein Leid anbietest? Allein das gefällt ihnen. Und sie verlangen ständig mehr. Na dann, wenn sie immer mehr fordern, müssen wir mal reden. Ich habe das Schwert hingebracht, doch nichts hat sich geändert. Es ist nicht der Geist seines Bruders, der ihn plagt. Was ist mit ihm los? Können wir unter vier Augen reden? Im Gästezimmer. Komm. Ich glaube, mit dem sind nicht alle Tassen im Schrank. Oder mehrere Tassen. Und? Weißt du, was es ist? Ein Him. Eine Postkonjunktionskreatur. Sehr selten und sehr gefährlich. Hängt sich an Menschen, die üble Taten begehen. Sie nähert sich von ihrem schlechten Gewissen und verstärkt es. Am Ende zwingt sie das Opfer zur Selbstverstümmelung. Klingt unschön. Kann man sie loswerden? Es gibt zwei Methoden, theoretisch. Im Hexerbestiarium heißt es, dass man eine Nacht im Lager des Hims verbringen muss, mit dem Betroffenen. Also im Geisterhaus? Gemütlich dürfte das zwar nicht werden, aber ich wette, du hast schon schlechter geschlafen. Ums Schlafen geht es nicht. Man muss den Him heraustreiben. Er muss aus den Schatten kommen und sich zeigen.
Sonst kann man ihm nichts anhaben. So ganz ohne ist die Kreatur wohl nicht. Du hast Udalric ja gesehen. Der Kampf wird nicht einfach. Und die andere Methode? Angeblich kann man einen Him überlisten. Man muss so tun, als hätte man etwas Furchtbares vor. Dann springt er auf einen über. Wenn er merkt, dass er betrogen wurde, muss er gehen. Toll. Versuchen wir es. Ich kenne niemanden, dem das gelungen ist. Vielleicht waren die Täuschungsmanöver nicht gut genug. Ich weiß, du hast Zweifel. Aber wir sollten wenigstens versuchen, den Him zu täuschen. Vielleicht ist das nicht so einfach, wie es scheint. Perfekt sind beide Methoden nicht. Wie meinst du das? Der Him ist ein Dämon und die sind bekanntermaßen schwierig zu täuschen. Außerdem darf der Lockvogel nicht wissen, dass er einer ist. Was? Der Him greift Leute mit schlechtem Gewissen an, die überzeugt sind, schlimm gehandelt zu haben. Der Him verstärkt ihre Reue und nährt sich davon. Das heißt, wenn der neue Wirt keine echte Reue empfindet, spürt der Him das. Ah, das heißt, wenn einem von uns was einfällt, kann er dem anderen nichts davon sagen. Genau. Und was ist mit der anderen Methode? Udalric überlebt eine Nacht im Lager des Hims vielleicht nicht. Du meinst, der Him versucht, Udalric zu töten? Nein, dann wäre er ja seinen Wirt los. Es ist möglich, dass es Udalric einfach nicht übersteht. Er ist schwach, das Haus weckt schmerzliche Erinnerungen. Für den Him ist das eine Gelegenheit. Je mehr Schmerz der Him seinem Wirt bereitet, desto stärker wird er. Und umso gefährlicher wird er für dich. Beide Methoden scheinen riskant. Trotzdem bin ich für die List. Ich bin noch nicht überzeugt. Sag bitte nicht, dass du auch solche Dinge mit Yennefer besprechen musst. Wenn uns nichts einfällt, können wir immer noch die Hexermethode probieren. Gut. Es kann wohl nicht schaden, die List zu versuchen. Gute Entscheidung. Der einzige Ort, an dem sowas funktionieren kann, ist das Geisterhaus. Das Lager des Hims. Also, nach dir. Kein Grund zum Trödeln. Na gut, dann hoffen wir doch mal. Oh, schon da? Das ging schnell. Sehen wir uns mal um. Na, bevor wir uns umsehen, meine Freunde, würde ich sagen, das war's für heute. In einer ganz kleinen Überlänge von knapp 5 bis 6 Minuten. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und beehrt meinen guten Kanal bei der nächsten Episode wieder. Viel Spaß, bis morgen!